Hallihallo, weiter lang Tag, wo wir im letzten Part eigentlich ganz erfolgreich waren. Manchmal betone ich Wörter sehr, sehr merkwürdig. Ich leg mal kurz. Und dann hatten wir auf einmal Besuch vor der Tür. Und ich habe nicht gut geschossen, leider. Oh, wir haben ja die Lackpauline hier. Guck mal eine an. Tja, das veranlasst mich vielleicht doch Feuer zu machen. Na nü, ich hab's doch gerade noch. Hier ist das Fan. Okay, warte, wir müssen. So. So. Ich glaube, ich mache uns mal. Oh. Ich glaube, wir haben keine Zunder. Jetzt haben wir wirklich keine Zunder in der Tasche. Oh Gott. So, wir brauchen ein wenig Zunder. Zunder, Zunder hier. Ich glaube, ich mache uns erstmal die Lackpaulinge, weil das ist ganz gut für. Oh, mich juckt's. Für den Kochskill. Und natürlich auch mit medizinischer Sicht. Ich meine, es wäre schon irgendwie ganz witzig, wenn die Wölfe, wie ich im letzten Part schon meinte, hier vor unserer Tür rumrennen. Macht es für uns viel, viel einfacher. Aber dann sollte ich erstens treffen und zweitens, ja. Ist irgendwie merkwürdig, ne? So richtig versteht die Voice-KI nicht, ob wir drin oder draußen sind. Deswegen verhalten die sich so kirre. Und ich traue mich wirklich nicht, durch diese Scheibe zu schießen. Man müsste es eigentlich ausprobieren. Aber da ich schon eine Kugel verschwendet habe. That didn't work, Anna. I see. Okay, hätten uns vielleicht mal mehr Zunderbündel machen sollen. Aber sobald wir wirklich die Rohrkolben holen, haben wir sowieso erstmal ein bisschen Zunder im Petto. Na los, Feuer. Go, ich feuer dich an, Feuer. Mach was. Mach dein Ding. Na, ja, sieht gut aus, aber wir wissen, es kann jetzt auch immer noch abbrechen. Ja, perfekt. Oh Gott. Mach hin. Brennstoff. Machen wir mal eine Stunde. Und, ich mach mal kurz noch ein bisschen Wasser. Das brauchen wir nämlich dafür. Und hier. Ich weiß gar nicht, wie viel. Was war es? Zwei oder drei Lackpaulinge für. Für einen Tee oder nur einen? Ich weiß es nicht mehr. Sachen, die ich mir nicht merke. Das. Ich will mal an diese Kamera gucken. Mensch, das ist blöd. So. Noch. Steht doch nicht da, ne, wie viel wir brauchen. Naja. Hauptsache, wir kriegen das hier. Ein Kochpunkt. Okay, das war's. 8 Stück. Und wie viel Tees haben wir jetzt? Guck ich gleich mal. Mach nochmal Wasser. Das Feuer auszunutzen und dann gehen wir erstmal schlafen. Ich könnte natürlich auch schon den Kochskill, natürlich könnte ich den schon pushen, indem ich das Hasenfleisch koche und das auch wieder rauspacke. Das könnten wir, glaube ich, dann auch mal machen. Beim nächsten Feuer. Auf jeden Fall. Auch wenn ich es noch nicht essen werde. So. Ha, ha. Ich habe eine Fackel. Ich habe mal kurz nachgedacht. Du musst, Ding ist. Nein. Ich brauche, obwohl der Müsli-Riegel könnte helfen. Bringt gut Licht, ne? Dann muss ich nämlich nicht die Laterne nehmen dafür. Okay, cool. Haben wir jetzt eine Fackel im Inventar? Nee, ne? Doch. Ja, geil. Cool. Eine einfache Fackel, wie sie seit Jahrtausenden benutzt wird, um die Dunkelheit zu vertreiben, hält vielleicht sogar Wölfe fern. Aha. Das Witzige ist, ich habe das so nie benutzt, ne? Es ist die 5. Staffel und ich habe, glaube ich, noch nie aus dem Feuer eine Fackel genommen. Wow, Annika, wirklich. Aber mit mir erlebt man wenigstens neue Sachen.
Oder ich erlebe hier neue Sachen. Ich hätte vorher was trinken sollen. Ne? Wenn ich schon nichts esse, dann wenigstens was trinken. Jetzt will ich noch nichts essen. Nicht so schlimm mit dem Zustand, passt schon. Sagte sie und wurde mit der erste Wolf, der uns angreift. Ach, die Wölfin hat geschrieben, dass das ein wenig verpackt sein soll mit den Angriffen. Dass bei ihr da jetzt in gefühlt 4 von 5 Fällen dann das Spiel einfriert. Und dann hat sie auch sehr richtig geschrieben, dass das halt beim selber Spielen jetzt nicht so arg von ja, ist halt nervig, aber passiert halt. Aber beim Aufnehmen ist das natürlich... Ist schon soweit? Es ist noch nicht so. Was ist denn das? Das ist schon wieder so... Seltsam. Ja, beim Aufnehmen ist natürlich ein bisschen kacke. Gucken wir mal einfach. Sollte man in die Situation kommen. Wir haben nichts. Ne, hier im Inventar ist auch witzig. Nochmal so. Aber es ist halt doch der letzte Part, den ich aufnehme. Ich überlege noch, ob ich was anderes aufnehme, aber vorher muss ich erstmal noch was kochen. Also zumindest das vorbereiten. Ich möchte heute gerne Gulasch essen. Und ich muss ja immer ein paar, so 2 Stündchen lasse ich das immer schon gerne kochen, dass das so halb zerfällt, wenn man das isst, das Fleisch. Das mag ich sehr. Okay, reicht. Wie schwer ist denn die Fackel? Es geht, ne? Kann man so hinnehmen. Also ich muss mir jetzt erstmal Wasser aus dem Kühlschrank nehmen. Ach so, ich sollte vielleicht mal... Wo ist denn das drin? Okay. Die sollte ich da nicht hier reinpacken. Moment, falsch. Annika, überlege erstmal so. So. Und... Wasser. Und die Lackvorlinge kommen. Das Auto hört jetzt auf... Ja, es war doch Motorrad. Das Witzige ist, hier gibt es 3 ganz kuriose Autos hier in der Gegend, die hier oft parken. Es ist einmal, ist das ein schwarzer Mustang, der richtig, richtig schick aussieht. Dann ist es ein... Oh, ich merke mir mal nicht, was das... Das ist so eine uralte weiße Karre. Also, sie sieht sehr alt aus. Wie heißt ich? Ist es ein Pontiac? Nein. Das ist, doch, ich glaube, es ist ein Pontiac. Ich bin mir nicht sicher. Ich kenne mich mit Autos gar nicht aus. Und die sind immer alle so laut. Und dann ist es so ein... Und dann gibt es hier noch so einen weißen Kastenwagen. Und ich glaube, ich bin die Einzige, die den irgendwie feiert, weil der mich an Silent Hill 2 erinnert. Ich werde auf jeden Fall noch Silent Hill 2 aufnehmen und dann werde ich euch erklären, warum. Weil, ich kann es auch jetzt erklären, einfach weil bei Silent Hill 2 überall so ein weißer Kastenwagen rumsteht. Und wenn der hier immer steht, ich muss sofort dran denken. Das ist sehr witzig. Und die sind immer übelst lauter. Das war gerade Motorrad. Das hört man immer schon auf 5 Kilometern. So, jetzt haben wir immer noch Hunger, natürlich. Sind bei 26 Kilo. Das... Okay, ich wollte gerade fragen, warum haben wir, aber wir haben 16 Part... Okay, gut. Huh, Schock. Nee, alles gut. Sind die Steine? Die Steine sind gerade vielleicht ein bisschen zu heftig, ne? So viele Steine brauchen wir vielleicht nur nicht. Ich würde eher Holzkohle lieber mitnehmen. Wo sind die Steine? Hier. Ich glaube, mit 5 Steinen sollte man eigentlich ganz gut... klarkommen. Denke ich. Ich glaube, ich packe die Fackel trotzdem erstmal hier rein. Das Geräusch. Puff. So. Verlassen wir mal kurz das Bauernhaus und gucken mal, was draußen so los ist. Gucken wir mal. Traumhaftes Wetter. Da hinten. Ist einer? Wollen die unser Fleisch? Ich weiß es nicht. Gerüchte standen schon oft in den Communities im Raum, dass das Fleisch die
Tiere anzieht, aber so richtig ein Beleg dafür war nie so da. Wir haben den auch nicht mal getroffen, ne? Schade eigentlich. Schade. Aber hey, war der erste Schuss. Der ging halt daneben. Dafür geht er in den nächsten rein. Coolerweise wäre es, wenn der Bär das wäre. Ich gehe jetzt erst nochmal nach da hinten. Oh Gott. Anna. Mein Herz. Brennt. Die Schweinebacken, ey. Okay, nee. War nur ein schwarzer Punkt. Ich gehe jetzt mal auf Eis und fahre ein wenig Schlittschuh. Mensch, Mensch, Mensch. Oh, es ist ja früh am Morgen, ne? Das ist immer so doll kalt. Kacke. Ach. Herzschmerzbrücke. Manchmal, ich frage mich immer noch, warum man die so nennt. Ist das der Unterstand? Habe ich das verwechselt gehabt? Da ist auf jeden Fall auch Kadaver. Da oben ist ein Wolf. Ich habe dich gesehen. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Vor mich verstecken. So, sehr schön. Das ist schon mal hier die halbe Miete, diese Rohrkolben. Und, na. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wer den Wolf nicht gesehen hat, da läuft er. Ich weiß nicht, dürfte der uns hier gerade nicht sehen? Wie gesagt, also den Kadaver können wir noch nicht mitnehmen. Wir besitzen noch keinen Beil. Unglaublich viele Wölfe. Unglaublich viel. Ich werde nicht sagen, dass das nervig ist, aber... Warum steht da Neuladen? Steht es einfach nur aus Prinzip da, oder? Okay, der gibt uns die Patrone wieder, die wir verhauen haben. Wie gut die Leichen aussehen, wirklich. Die sehen wirklich richtig gut aus jetzt. Das nehme ich mit. Ja. Nimm noch die Hagebutten. Wo sind denn die Krähen? Achso, sind die Krähen wegen der menschlichen Leiche da? Ich dachte schon, hier ist ein Kadaver. So. Was ich hier jetzt noch mache, auch wenn uns arschkalt ist, ist das hier. Da ist die Scheune. Sehr gut. Ein Traum. Und ich hau jetzt ab hier wieder. Weil es ist kalt. Da hinten ist ein Wasserfall. Oh Mann. Ich würde hier so gerne weitersuchen. Aber uns ist einfach arschkalt. Ich würde gerne weiter noch gehen. Ach.
Wir rennen mal ein bisschen. Ich frage mich, ob es sich überhaupt lohnt, Steine im Inventar zu haben, wenn überall eigentlich Steine rumliegen. Wir haben jetzt auch wieder ein paar Rohrkolben. Also wir könnten dann auch das Fleischbraten verbinden. Ich glaube, eine Hagebuttentee sollten wir hinbekommen. Mit den Hagebutten, die wir gerade gesammelt haben. Ui, ui, irgendwie ist das, irgendwie spielt sich das total anders mit dem Kartografieren. Das ist ganz seltsam. Was so kleine Elemente in einem Spiel bewirken können, ist schon sehr krass. Also. Mensch. Wirklich schon sehr, da oben sind Krähen. Die sind aber, glaube ich, Deko. So, ich hoffe, Deko-Wölfe sind gerade hier nicht on Tour. Die können gerne mal kurz da bleiben, wo sie sind. Nämlich da hinten anscheinend, okay. Gut, ich gehe einfach gerade nur hier rein, um dass wir uns aufwärmen können. Ist ein Hin und Her die ganze Zeit, schrecklich. Wie geht's uns denn? 79. Vielleicht ein bisschen sind der Rohrkolben. Wie langsam, ey. Wow. Ich gehe schlafen. Das ist der beste Weg, sich hier aufzuwärmen. So. Ich denke mal im Story-Modus, wenn die Radios einen Sinn haben. Hoffe ich. Insgeheim. Wäre schon cool. So, dass man... Naja, klar, wäre vielleicht ganz cool. Da oben ist ja dieser Funkturm. Dann kriegt man irgendwie so einen Funkspruch oder so, wie bei Fallout, diese Funksprüche, die man nur hört, wenn man in dem Moment den Pippel darauf einstellt, dass er gerade diesen Funkspruch empfängt sozusagen. Und da muss man die Quelle suchen und dann dahin gehen. Ist schon geil. Mag ich sowas. Also bei Fallout war dieses immer super atmosphärisch. Und dann halt so kleine Geschichten erfahren hat von irgendwelchen Leuten. Wäre schon cool. So, kein Unterkühlungsrisiko mehr. Das ist traumhaft. So, aber wir haben natürlich immer noch Hunger. Ich finde dieses Bild übrigens irgendwie voll schrecklich. Das ist so... Das passt so überhaupt gar nicht zusammen, ne? So. Könnten wir eigentlich noch mal kurz gucken. Genau, da unten, das ist jetzt die Scheune. Hier ist der Flusslauf. Aber dann hätte uns auch eigentlich das, ne, ich meinte ja, das wäre blöd, wenn uns die Kadaver angezeigt werden, weil die sind ja dann irgendwann weg. Aber die Blackpaulinge doch genauso, die wachsen doch auch nicht nach. Also es ist doch eigentlich auch voll blöd. Mal kurz das gucken. Ich muss auf jeden Fall herausfinden, was... Nachdem wir auf den Wolf geschossen hatten, hat mir auch, glaube ich, sofort oben zwei... Hat mir auch gleich zwei so eine Striche von drei. Muss mir jetzt nochmal... Sollte ich mir doch das Update-Video mal durchschauen. Aber ich finde halt gerne die Sachen irgendwie selber raus, ne? Das ist so ein bisschen... Das ist ganz seltsam. Ich finde die einfach gerne selber raus. Klar, ich lese mir die Updates durch, aber das ist was anderes, sich die Updates durchzulesen, als das Video zu sehen, was Hinterland immer macht dazu.
Also so empfinde ich das. Jetzt ist auch nur noch, okay, jetzt ist gerade nicht mehr so kalt, weil wir, denke ich mal, Nachmittag haben. Schaffen wir es vielleicht noch ein Stück weiter. Das würde mich freuen. Ich hoffe, dass da ist auch nichts, was uns angreifen will. Ah, was waren eigentlich bei euch die Leute, die The Long Dark spielen, die Höchstanzahl an Wölfen auf einem Fleck? Also ich hätte 6 im Angebot. Waren es 6 oder 7? Ich glaube, es waren 6, ne? So wirklich auf einem Fleck, dass man die zählen kann, ist wirklich... Wow. Oh, da hinten sind nochmal Hagebutten. Da ist so ein Baum mit so einem Loch. Okay. Dann ist der Wasserfall. Leider keine Rohrkolben, aber Hagebutten anscheinend. Ganz schön viele Hagebutten. Und Häschen. Holen wir jetzt erstmal die Hagebutten hier. Na, jetzt. Und hier. Hallo, jetzt. Macht mich wahnsinnig, wirklich. Ich muss immer zweimal drücken, ich weiß nicht, ich hab... Keine Ahnung. Think of hot fire. Kämpf! Ich hoffe, ihr kommt nicht gleich. Hier ist dünnes Eis. Ich würde nämlich gerne, dass ihr mitnehmen. Und da Wasserfall. Wow, geil. Gibt auch einen oberen Wasserfall, oder wie? Ja. Nett. Nett, nett, nett. Ich lass Anna ganz schön hungern, ne? Aber was soll ich machen? Wir müssen sparen. Ja, ich merke schon. Das ist ja komplett ein Fluss. Ich finde es ganz cool, dass ich hier immer so nach und nach gucke, wo wir weitergehen. Das ist eigentlich ganz, ganz, ganz cool. Es war sehr mühselig, aber hey. Ja. Oh Gott, die ist ja schon wieder so... Warum ist es denn auf einmal so kalt? Ah! Ich würde jetzt eigentlich gerne weitergehen. Da das aber erstmal der letzte Part für heute wieder ist, den ich aufnehme, und ich was zum Schlafen brauche, zum Speichern, muss ich jetzt leider zum Bauernhaus zurück. Das tut mir sehr leid. Sonst würde ich dem Flusslauf wirklich... Sonst würde ich dem Flusslauf folgen und außerdem das Wetter. Ich habe nämlich die Hoffnung, dass wir vielleicht da hinten dann irgendwie zu diesen Häusern da kommen, bei der einen Brücke. Aber es ist jetzt blöd. Tja, so ist das. Aber hey, wir haben immerhin schon die Basis für Handschuhe geschaffen. Wir hatten schon den ersten Wolfskontakt, auch wenn der etwas seltsam war. Oh Gott! Mein Herz! Oh,
Alter, Spiel! Wir haben ein Abzeichen! Hey! Das ist, oh, wow! Oh Gott, wir haben auch ein Problem, weil das Wetter gerade so richtig... Boah! Oh Gott. Schade, dass wir das nicht mehr mitnehmen können jetzt für diese Staffel. Aber wir haben ja die letzte Staffel auch geschafft ohne ein Abzeichen. Passt schon. Wir gucken gleich mal, was das macht. Vorläufer. Gott, aber... Naja. Ich weiß, dass ihr da seid. Gott, oh Gott. Ich würde lachen, wenn hier irgendwo mal der Bär drin ist. Wenn ich die Tür aufmache. So, hallo, na? Oh Gott. Hilfe! Wir haben Hunger und alles und drum und dran. Ich wollte Abzeichen. Guckt mal! Du bist 50 Kilometer gesprintet. Wow, beim Sprinten verbrennst du jetzt 25 weniger Kalorien, wenn wir das nehmen würden. Alles klar. Wow. Gott, hab mich gerade so verjagt, ne? Das hat mich gerade richtig rausgebracht. Komm, wir speichern mal zusammen. Was machen wir jetzt noch? Wo lohnt sich eigentlich? Es lohnt sich noch gar nicht. Doch, wir haben gespeichert. Doch. Ich habe das nur nicht gesehen, weil das sonst immer so auffällt. Ah, okay, mal. Oh, okay, ich dachte schon, ich muss jetzt... Ich habe es einfach nicht gesehen. Ich habe Unsinn erzählt, Entschuldigung. Okay, wir haben gerade, dann haben wir doch zusammen gespeichert. Cool, dann können wir hier beim nächsten Mal weitermachen, weil wir haben ja noch gar nicht so spät. Ich hätte nur das Wetter, was gerade scheiße ist. Gut, wir haben da haben wir die Basis für... Oh, das habe ich ja super. Ich habe es nicht sortiert, ne? Hier haben wir die Basis für unsere Handschuhe. Jetzt muss ich da doch nochmal rein und raus gehen, um das hier zu speichern, aber ist ja nicht schlimm. Und wir haben ein Abzeichen und auch schon ein wenig die Karte erkundet. Kaninchenhain. Ja, cool. Wow. Und dann geht's halt in den nächsten Parts weiter. Mühsam, denke ich mal, erstmal immer noch. Aber hey, wie viele Tage haben wir denn schon? Steht das irgendwo? Im Journal bestimmt, ne? 9 Tage? Okay, alles noch sehr, sehr am Anfang. Ich muss unbedingt das hier dann... Das müssen wir unbedingt dann ins Gleichgewicht bringen. Durch eine Hütte. Aber das kriegen wir irgendwie hin. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.